So, ein herzliches Willkommen zurück zu mein Klon Let's Play. So. Okay, starten wir kurz den Server. Genau. So. Okay. Sollte passen. Okay. So. Schon besser. Ah, okay. Wo waren wir? Wir haben das Haus gebaut. Ja, was jetzt noch fehlt, ist eigentlich bloß noch das Dach wollten wir noch machen und das Feld hatten wir angefangen gehabt. Okay. Erstmal gucken. Okay, wo steht gerade die Sonne? Die Sonne steht hoch am Dixie-Roster. Das ist sehr gut. Dann können wir ja direkt hier uns mal auf die Suche machen. So, und zwar, wie gesagt, suchen wir jetzt erstmal hier ein paar Höhlen ab, ob wir irgendwo Dungeon finden. Hallo? Danke. Wegen Kartoffeln und Mohrrüben, da hätte ich gerne ein paar. Wir können aber by the way auch hier ein paar Pilze sammeln gehen. Können wir uns eine abwechslungsernährreiche, egal, ne? Ernähren. Baum und so. So, da müssen wir wieder darauf achten, dass wir hier bei beiden gleich viel haben. Weil so bringen uns die Pilze nicht. Sie bringen uns nur in Kombination etwas. So, aber schon wieder braune Pilze. Okidoki. So, eine kleine Pilzwanderung tut darum auch mal ganz gut. Okidoki. So. Was haben wir denn hier so? Okay. Er rennt dann mal wieder die Wüste natürlich, klar. Siehst du, Kürbis hatten wir jetzt schon, ne? Da können wir vielleicht auch noch welche einpflanzen, wollte ich ja. Das soll ich auch noch machen. Das heißt, ein bisschen was von dem Feld ist bereits belegt. Wir haben aber andererseits sogar schon viel Platz, also sollte alles soweit kein Problem sein. Sakrileg. Achso, ja klar, weil der natürlich die Welt hier neu generieren muss. Ha! Führe überhaupt nicht die Sichtweite. Okay, Sicht geht eigentlich. Schön. So. Oh, hier ist ja Eis. Wir brauchen jetzt Eis. Also ich habe kein Eis bestellt. Und dann ist überall Schnee. Ein Häschen. Ein kleiner Moppelhase. So, hier haben wir eine kleine Schlucht. Mal gucken, wo es hier hingeht. Haben wir eigentlich Fackeln dabei? Warum habe ich keine Fackeln dabei? Was ist denn hier los? Gut, dann machen wir es mal bitte. Okay.
da. Dann bauen wir uns am besten nochmal eine mobile Werkbank. So, Dschungelholz haben wir eine ganze Menge. Dankeschön. Ich tue einfach mal hier in die Ecke. Machen noch ein bisschen Licht hin. Oh! Da geht's ja direkt weiter. Na, Halleluja. Okay. So und dann machen wir uns. Okay, wir machen uns mal zwei. Außerdem machen wir uns gleich mal eine Spitzhacke. Sehr schön. Okay. Du kannst erstmal hier bleiben. Dich brauche ich nicht. Oh, Alter, ich höre. Oha. Lassen wir erstmal. So. Okay, da geht's runter. Ich brauche was. Oh, Eisen. Ich brauche jetzt mal noch ein bisschen Kohle. Und eine Spitzhacke. Oh, Alter. Schön. Schön. So, Kohle. Gibt's immer Kohle? Oder darf ich mir die jetzt hier alleine suchen? Die sieht eher schlecht aus. Sieht auch gar nichts. Scheiße. Gut, wir müssen das mal wieder hoch hier, gucken, ob hier irgendwo Kohle ist. Na, ja, die jetzt natürlich auch dran denken können, bevor wir losgelaufen sind. Ja, Sakrileg, keine Kohle. Oh, es ist schon wieder dunkel. Ah, scheiße, ich hab vergessen. Sonne zu achten. Na gut, dann gehen wir erstmal wieder nach Hause. Übernachten da. Das ist auch schon eine Spinne. Scheiße. Und dann gehen wir mal, holen wir uns gleich noch ein bisschen Kohle mit. Wie sieht's hier aus? Kohle technisch auch eher schlecht. Ja. Auch eher so schlecht. So, wir bleiben mal hier am Strand. Hier haben wir eine bessere Sicht. Vor Gegnern. Für Gegner. Auf Gegner. Da vorne ist schon unser Gebäudelein. Sehr gut. Und langsam wird es ganz schön dunkel hier. Aber leider die Waldfee. Ah, unser großer Baum ist gewachsen. Schaut ihn euch an. Ist der nicht prächtig? Könnten wir eigentlich da auf gleich wieder ein Baumhaus drauf bauen? Nee. Das ist Kohle. Okay, aber erstmal gehen wir pennen. So. Und gute Nacht. Und guten Morgen. Ja, was für ein wunderschöner Tag. Oh. So, was haben wir denn gestern so alles eingekauft? Erstmal hier ein bisschen was abladen. Also das hier brauchen wir jetzt primär erstmal nicht. Das kann da erstmal rein. Andererseits können wir das auch gleich anbauen. Und dann könnten wir auch gleich, wie gesagt, gleich mal die Kohle mit dir mitnehmen. Andererseits, warum eigentlich?
Okay, wir machen es mal andersrum. Ich fäll mal kurz diesen großen Baum da. Ist sowieso die kleinere Variante von den beiden, also sowieso nicht die Variante, die ich primär gehofft hatte. So. Dann fällen wir den mal. Pflanzen gleich wieder was Neues. Und haben wir gleich mal ein bisschen ein bisschen Holz. Damit wir dann mal ein bisschen Holzkohle draus machen können. Weil mit Holzkohle müssten wir eigentlich auch in der Lage sein, Fackeln zu machen. Hoffe ich zumindest jetzt. Genau, alles in der Gruppe Kohle. Und die Gruppe Kohle, die besteht halt aus Kohle und Holzkohle. Oh mein Gott. Was ist geschehen? Sehr schön. Settlings bekommen wir auch schon. Wir hätten auch noch uns natürlich auch wieder wie altmodisch im Kringel hochbaggern können, aber ganz ehrlich, wozu? Zuzugucken, wie der Baum langsam stirbt, macht ja auch Spaß. Irgendwo auf eine sadistische Art und Weise. Man muss nichts tun, man kann einfach zugucken, wie der Baum stirbt. Ist das nicht wunderbar? Ich glaube, sowas hat sich Jack the Ripper auch gesucht. Okay, dann machen wir mal hier wieder Bäumchen hin. So. Perfekt. Okay. Jetzt haben wir ein bisschen Holz. Das machen wir, jetzt können wir den gleich in den Ofen schmeißen. Weißt du was? Hier, komm mal her. Ups, das war jetzt ein bisschen egal. Danke. Danke. So. Sollte passen. Kaktus lasse ich einfach mal da stehen. Den brauchen wir jetzt gerade primär nicht. Andererseits, komm. Aua. Tut ja weh hier. So. Dann schmeißen wir den gleich mal unseren Ofen an und packen da die ganze Holzkohle rein. Ja, das jetzt eher weniger. Her damit, her damit. Kohle kommt unten rein, Holz kommt oben rein. Sehr schön. Sollte auch genau passen. Okay. Was wir jetzt erstmal primär machen, ist Holz da rein. Das da rein. Das auch, das auch. Das auch. Das da auch bitte. Dankeschön. So. Ihr bitte da. Du auch. Du auch. Das pflanzen wir jetzt gleich mal ein. Ihr kommt auch weg. Du auch. Du auch. So. Genau. Das heißt, daraus werden 6 wunderschöne Wassermelonen. Easy. Oh, das war ein bisschen zu früh. Okay, so, das heißt, wo steht die Sonne? Die Sonne ist immer noch noch Vormittag. Das heißt, wir können mal die Hufen in die Hufen legen. Keine Ahnung. Und dann gehen wir nochmal zu dieser komischen Höhle. Aber diesmal mit ein paar Fackeln und ein bisschen Holzkohle. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Perfekt. Okay. Auf los geht's los. Hier wollen wir ein bisschen Kohle, die wir direkt mitnehmen.
Klappe, blöder Hund. Oh. Das Problem ist halt, die Dinger hier sind alle halt unter Wasser. Selbst wenn hier was Schönes drin ist, man kann hier kaum was abbauen. Raus. Aber sieht schon geil aus. Sieht schon nicht schlecht aus. Sieht schon beim besten Willen echt nicht schlecht aus. Und das gilt für den gesamten Map-Gen. Also, jetzt mal so ganz nüchtern im Nachhinein betrachtet, frage ich mich echt, warum man den V6 eigentlich ausgetauscht hat gegen den V7 Map-Gen. Weil der V6 Map-Gen ist doch ultra geil, ist doch ultra nice hier. Ich meine, klar, der hat ab und zu so eine Macke, dass man da so fliegende Berge im Himmel hat, aber ganz ehrlich, hat man beim V7 Map-Gen auch. Also, ich meine, meine beiden Hauptserver, also der V6 und der, Quatsch, der Vanilla-Server und der Minecraft-Server, die arbeiten auch beide mit dem V7 Map-Gen. Und bei dem Minecraft-Server hatte ich direkt am Spawn-Punkt in der Nähe direkt so fliegenden Berg gehabt. Also, der ist davor auch nicht gefeilt. Und von der Schönheit her, Klappe, von der Schönheit her würde ich fast sagen, der V6 kann locker mit dem V7 konkurrieren. Naja, gut. Ist ja sowieso nicht so, dass der eine den anderen ersetzt, sondern ist ja quasi einfach als Alternative gedacht. Deswegen ist ja der V6 auch immer noch drinne. Damit man halt dazwischen wählen kann. Von daher würde ich mal sagen, brauchen wir uns gar nicht drüber aufregen. Wir können uns ja entscheiden, selber aussuchen, welche wir benutzen. So, hier geht's nicht weiter. Hier geht's weiter. Oh. Jetzt sind wir relativ steil runter. Aber wie es aussieht, nicht sehr groß. Kann das sein? Doch, geht ein bisschen. Vor allem die Strukturen von dem V6 Map-Gen, die erinnern auch wesentlich mehr. Also kann natürlich sein, ich weiß jetzt nicht, ob der Tunnel hier von dem V6 Map-Gen generiert wird oder ob da mein Klon seine Finger im Spiel hat. Aber die Tunnels hier erinnern mich auch unglaublich an die von mein Klon. Minecraft. Klar. Dass die an mein Klon erinnern, ist logisch, ist auch mein Klon. Und ich sag mal, jetzt waren wir wieder ein bisschen Kohle. Wären wir mal zuerst hier reingegangen, denn ja. Hätten wir Kohle gehabt. Danke dafür. Also man kann überhaupt nicht entscheiden, ob da oben Tiere langlaufen oder irgendwie um vom Hunzer langlaufen. Ist ja schlimm. Kriegst du ja Angstzustände. So, wo sind wir hier? Oh oh! Oh mein Gott, warum ein Enderman? Oh, Eisen. Sehr schön. Eisen können wir echt ein bisschen, ne, können wir eigentlich immer gebrauchen. Und haben wir echt noch wenig, um nicht zu sagen gar keins. Ach, guck mal, von oben kamen wir sogar. Ach, schau mal einer an. Wie ist das, so schließt sich der Kreis. Das Problem ist, geschlossene Kreise sind immer eine Gefahr für Verlaufen oder Verirren. So, mehr ist hier erstmal nicht. Dann lasse ich das auch. Wo geht's da um? Geht's da um? Ganz schön dunkel hier. So, wo ist denn dieser Herr Map-Gen? Ist das schon wieder dunkel? Oh nö, ne? Ich bin da mit dir. So, kann ich den hier. Doch, das müsste funktionieren. Wenn ich jetzt hier angreife, bam. Wenn ich hier hinlaufe, müsste ich jetzt eigentlich hier erwischen können. Komm her, komm her, komm her.
Hä? Der geht doch. Oh nein, das war dumm. Das wäre der typische Unfall. Ja, komm. Komm. Ja, perfekt. Voila. Und nichts gedroppt, ich glaub's nicht. Nichts gedroppt. Willst du mich verarschen? Was ist hier? Oh, ein Pferd. Es regnet. Lass mal nicht rausgehen, Alter. Draußen ist nass. Was? Ich gehe nicht raus. Tschüss. Das ist ja hier ganz in der Nähe irgendwo. Kann sein, dass hier direkt hinter noch eine Höhle ist? Da regnet es. Okay. Ja, hier. Gut, kommt von hier. Ich weiß, ihr könnt leider kein Stereo hören, weil das Capture Device, was ich nutze, unterstützt leider nur Mono und hat aber Stereo-Klinkenanschluss. Das heißt, ihr hört es nicht mal Mono, sondern alles, was ihr hört, ist quasi mein linker oder nur der rechte Kanal. Ja, von daher. Aber ist der hier über uns oder was? Der ist ja ganz in der Nähe. Oh, Kohle. Leck mich. Guck doch noch dieses Pferd, Alter, ernsthaft. Licht. Okay. Keine Ressourcen. Schade eigentlich. So, jetzt würde ich aber gerne mal wissen, wo dieser Kackspach, du, Spinne ist. Oh, Glück gehabt. Da ist Kohle. Okay. Hier ist ja auch Kohle. Sehr schön. Aber ich würde halt gerne mal. Alter. Okay, komm, wir gehen erstmal unten hin. Die Frage ist, kommen wir da. Was willst du hier? Oh, Eisen. Oh, das ist noch mehr Eisen. Oh, du solltest jetzt ein paar Fackeln bauen. Kommt da kurz was? Oh, da kommt gerade was. Oh mein Gott, ich hab's gell, was? Oh, Eisen. Fuck! Scheiße, wie wenig Leben hatten wir nur noch? Ja. Hatten wir nicht noch voll viel Leben gehabt? Oder hat mich der Enderman kurz erwischt gehabt? Scheiße, Alter. Oh nö. Komm, dann machen wir jetzt mal ein richtiges Schwert hier. Die kann man hier nicht annehmen. Achso, halt. Geht da hier nur mit Bruchstein. Doch, da. Stöcke haben wir keine. Nehmen wir nicht. Dann machen wir jetzt mal schnell. Der arbeitet noch voll leise vor sich hin. Sehr schön. Was machen wir denn da? So. Sehr schön. So, jetzt haben wir mal ein ordentliches Schwert. Dann packen wir es vielleicht doch erstmal hin. Ja, das ist ein Gewittersturm, Hurensohn. Was ist für dich Gewittersturm, hä? Das ist voll, ist Orkan. Digga, ist die Sündflut. Hä, sie müssen anhalten, bevor wir zum Bett gehen? Ich war doch, hä? Moment mal, was ist hier los mit dir? Ah, geht doch.
Habe ich gerade wieder mit offener Tür geschlafen, aber okay, ist okay, ist in Ordnung. Sie müssen anhalten, bevor sie ins Bett gehen. Was ist vielleicht, wenn ich so mit voller Energie ins Bett springe? Hä? Was ist damit? Darf man das nicht mehr oder was? Oh, Alter, was für riesige Wolken, ey. Oh ja. Regen zieht auf. Oder vielmehr zieht gerade ab. Das finde ich so geil, dass gerade eben diese riesigen Wolkenformationen ja auch entstehen, wenn ne, ab und zu so durch Wetter und so. Finde ich voll geil. Das fügt halt so einen Realitätsfaktor hinzu, der schon nicht schlecht ist. So, jetzt müssen wir auf jeden Fall unsere Sachen wiederfinden. Das war irgendwo, war irgendwas mit Wasser. Und da, wo das mit Wasser ist, müsste das sich irgendwo in der Nähe gewesen sein. Nee, hier eher nicht so. Wie sieht's hier aus? Hier kamen wir rein. Genau, hier war auch das mit den Pferden, die auch, oder auch nicht. Kamen wir hier rein? Doch, genau, hier war das mit dem Pferd. Dann können wir dich mal kurz wegnehmen. Bist du jetzt hier eigentlich? Jawohl. Da ist das mit dem Wasser. Easy. Ach, ich habe ja die Bones Mod installiert. Ah, wow. Okay, ist also alles schön geschützt im Knochen gewesen. Oh, ja, ja, die, das, ja. Wow, okay. So, komm mal her, du scheiß von mir. Jetzt mal hier, Mann gegen Mann, ne? Ha. Da siehst du mal, wie wenig du aushältst. Verwegene Zombie, ne? Der hält ja, weiß nicht was, Meere. Du bist ein Held des Arschs. So, machen wir hier ein schönes Licht an. Oha. Wow, 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 wow. Okay. Nächste Folge. Das machen wir schon in der nächsten Folge. Das könnt ihr vergessen. Dass ich da jetzt reingehe. Von daher, bis dann. Tschüdelü.